Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial zur Übung Beinbeuger von Life Fitness aus unserem Kraftzirkel. Bei diesem Gerät wird primär dein Beinbeugermuskel trainiert, und zwar der Musculus Biceps Femoris. Ganz wichtig wie bei allen Übungen ist die Einstellung des Gewichts. Durch das Herausziehen der Stecker wird das Gewicht deaktiviert und durch das Hereindrücken kannst du deine Gewichtsstufe auswählen. Dann bei diesem Gerät ist es ganz wichtig, hier ein paar Dinge bei der Einstellung zu beachten. Der erste Punkt wäre, dass dein Knie sich unterhalb von diesem Drehmoment sich befindet. Das heißt, du kannst dich relativ nah an die Kante heransetzen. Das zweite wäre, dass du, das siehst du hier, das Pad für deine Knie bzw. für deine Oberschenkel zum Fixieren löst, ja, und das richtig positionieren kannst. Und das dritte wäre, dass du deine Beine auf jeden Fall richtig positionierst, das Pad schön gegen den Oberschenkel drückst und dann kann es auch schon losgehen. Konzentrische Phase, Gewicht zu dir führen und währenddessen ausatmen. Diese Bewegung kann eine Sekunde andauern und die exzentrische Phase, wo das Gewicht dich wieder nach oben drückt, da kannst du schön einatmen und sozusagen diese Bewegung darf 2 Sekunden andauern. Wir gucken uns das aus der anderen Perspektive von vorne noch an. Ja, wie gesagt, selbe Geschichte mit der Einstellung. Es sollte auf jeden Fall auch so sein, dass die Beine in einer Linie zum Körper verlaufen. Das heißt, dass man zum Beispiel die Fußspitzen nicht zu weit nach außen schiebt oder nach innen schiebt. Genau, dann einfach bei der Ausführung wieder auf die Phasen achten. Schön langsam, schön kontrolliert. Und das war es soweit zum Beinbeuger. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass gerne einen Daumen nach oben. Wenn du noch Fragen hast, stell uns gerne einen Kommentar. Und genau, ansonsten besuch gerne unsere Webseite www.sportzentrum-fitline.de und bis zum nächsten Tutorial. Ciao!